In diesem Video wollen wir uns nun den Kurs Winpin Business anschauen von Tobias Becker. Wird dieser Kurs durchgeführt und ich muss sagen, ich habe lange gesucht nach einem passenden Kurs zum Thema Pinterest und wie ich da als Affiliate-Marketer Geld verdienen kann. Denn es gibt so ein paar Sachen, die man bei Pinterest auf dem Schirm haben sollte. Erstmal ist die Zielgruppe natürlich dort eine ganz andere als wie zum Beispiel bei Facebook oder bei Google Keyword Search oder bei YouTube. Ja? Und da sich erstmal reinzufinden in die ganze Materie, da habe ich, wie gesagt, lange danach gesucht, um etwas Passendes zu finden. Und da bin ich fündig geworden eben beim Winpin Business Videokurs für 299 Euro. Ja, es wird ja ein oder andere denken, das ist natürlich ein saftiger Preis, der hier aufgerufen wird, aber es liegt immer im Auge des Betrachters, sage ich mal so, ob dieser Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, also was ist dir wert am Ende, ein eigenes Online-Business im Affiliate-Marketing dir aufbauen zu wollen und zu können mit Hilfe dieses Kurses? Ja, das musst du, wie gesagt, für dich selber entscheiden. Auf jeden Fall möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, was der Kurs beinhaltet. Du fängst im Grunde genommen hier vorne an. Es ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, wenn du andere Systeme kennst. Ja, auf jeden Fall sind das entsprechend hier die Videos und du kannst dann wunderbar eben durchseppen, sage ich mal so. Also es geht los mit dem Grundlagen quasi. Was ist Pinterest und welche Vor- und Nachteile bietet der Pinterest? Dann der Pinterest-Account, ja, den du dir erstmal erstellen musst. Der ist natürlich kostenlos und dazu gibt es entsprechende Einsteiger-Videos. Solltest du schon Pinterest haben, ja, dann kannst du es getrost hier überspringen. Dann geht es im Prinzip los an ja, die Pins, also ans Eingemachte, womit du dann später Geld verdienen wirst, hoffentlich, ja, sofern du eben am Ball bleibst. Ja, du kannst nicht damit rechnen, dass es schon nach den ersten Tagen in der Kasse klingelt, sondern du musst hier wirklich kontinuierlich bei Pinterest aktiv sein. Dazu gibt es dann entsprechend hier die Erklärung zum Algorithmus, damit du das Ganze verstehst, wie Pinterest funktioniert. Dann die Keyword-Recherche bei Pinterest, die Trends, ja, auch sehr wichtig. Und das wird dir ja, wie gesagt, hier alles im Videokurs Step by Step erklärt. Gerade für Einsteiger ist das natürlich wunderbar, denn du musst dich quasi nicht wirklich viel mit Technik auskennen. Ja, du brauchst ja keine WordPress-Webseite. Wenn du eine Webseite benötigst, dann kannst du dir auch eine Google-Site machen. Ja, Google einfach mal nach Google Site, ja, Site, und dort hast du die Möglichkeit, einfach über einen Editor und einer entsprechenden Subdomain dir eine Webseite zu erstellen. Das so ein Tipp am Rande von mir, ja, denn du brauchst nicht immer WordPress und Hosting mit Installation und Domain und so weiter. Du kannst hier entsprechend sehen dann, wie du auch mit Canva die Pins kostenlos erstellst, ja, indem du die Vorlagen benutzt bei Pinterest, beziehungsweise wo du bei welcher, ja, Bildquelle dir kostenlos einfach Bilder herunterladen kannst. Das Ganze wieder zieht sich hier über mehrere Lektionen. Das heißt, du wirst schon einige Stunden damit beschäftigt sein, das Ganze umzusetzen, weil hier natürlich wichtig eben das Erlernte, was man sieht, eben sofort auch in die Tat umzusetzen, damit du hier nicht den Anschluss verlierst. Wenn das System einmal aufgesetzt ist, ja, ist es natürlich dann wunderbar, denn dann arbeitet es quasi für dich, vorausgesetzt, du erstellst natürlich regelmäßig neue Pins. Dazu gibt es entsprechende Tipps und Tricks, die hier ebenfalls mit behandelt werden. Ich gehe einfach mal hier so rein in einen dieser Tipps und Tricks. Ja, ich könnte das jetzt hier auch ja starten, allerdings ja, möchte ich hier keinen wirklichen Einblick geben in den Kurs. Auf jeden Fall siehst du hier, dass diese Kurse bzw. diese einzelnen Lektionen dir wirklich jeden Tipp verraten, ja, den du benötigst, um mit Pinterest und Affiliate Marketing dir ein erfolgreiches Online-Business aufbauen zu können. Und mal ehrlich, wo bitte schon kann man schon für 299 Euro ein Online-Business aufbauen, was eben nicht komplett überlaufen ist? Ja, so wie Facebook zum Beispiel oder Google, wo also die Preise für Werbung quasi durch die Decke schießen. Du kannst natürlich auch bei Pinterest bezahlt Werbung schicken bzw. erstellen.
dann wird das Ganze für dich, sag ich mal, nicht nur teurer, sondern auch etwas einfacher, weil du entsprechend schneller vorankommst. Ja, mein Fazit bei diesem Kurs Winpin Business: erstmal cooler Name, wie ich finde, und zweitens, ja, einfach ein cooles Projekt, ein cooles System, was dahinter steckt. Wenn du mit Pinterest noch keine oder wenig Erfahrung hast, dann ist es wirklich der Kurs, den du dir holen solltest, ja, sofern du eben bei Pinterest dir ein Online-Business aufbauen möchtest.